Oh Mann. Wir distanzieren uns von diesen Gags. Naja, also komm, ein gutes Konzert, wenn da keiner stirbt, ja, also dann ist es kein gutes Konzert. Grüße an die Toten Hosen. Klopfer auf Holz hat sie nur gesagt, mir fällt keine Überleitung ein dazu, um elegant diese Scheiße zu eröffnen, aber es ist auch fucking, wie spät ist es? 9.35 Uhr. Ja, ja. Ich kotze, Tino, was machst du mit Am mir? Am Mittwoch heute. Am Mittwoch. Sag ja. Das nicht, nein. Es ist der Mittwoch nach der Gamescom. Die Gamescom ja. War der Hammer, ey. Wie fandest du das, dass Axel Fotz irgendwie auf der Bühne mit Tomaten beworfen ja, wurde? Ja, rest in peace, muss ich sagen, der arme Axel Fotz. Also hat den Tod auch nicht verdient, aber er ist jetzt an einem besseren Ort. Der Tod Ort. Hat ihn nicht verdient. Richtig. Ihm wurde der Lebensfilter quasi übergestülpt und Jetzt gibt es einen Nachfolger für ihn. Und zwar Axel Penis. Schön, also wir sind Brennpunkt Internet und wir fassen für euch die Geschehnisse der letzten Woche wundervoll zusammen. Besonders natürlich die Geschehnisse, die das Internet bewegt haben. Also ein saftiges Aloha von der Datenautobahn da an den lokalen Empfangsbolzen. Ob das nun euer PC ist, euer oder Handy oder euer Radio. Ja, das Radio, ganz wichtig. Schön. Ein lebendes Medium, ein auflebendes Medium. Oh ja, habe ich auch gehört. Apropos hören, wir sind Brennpunkt Internet. Nein, also Tino hat das jetzt schon ein bisschen irgendwie vorweggenommen. Ja, es ist gerade Mittwoch, was ist das? Der 21. August. Weil wir beide sehr busy people sind. Ja, ja wir sind man kann Du bist zur nicht Gamescom, erinnern. Ich bin woanders und da können wir einfach leider nicht anders rekorden. Ich bin halt bis Samstag in Köln. Tja. Auf der Gamescom, aber Gamescom war richtig geil. Es war fantastisch. Ich war auch irgendwie anwesend, geistig, habe jeden Tag gelesen, was passiert ist. Und ich sag dann später nochmal was zur Gamescom, weil vielleicht müssen wir noch, bevor wir jetzt zu den Themen kommen, ne, wir machen ja immer so, hey, wie geht's dir? Oh, wie geht's Großartig. Mir? Und zur Gamescom würde ich später kommen. Ja. Und vielleicht auch noch zu TikTok. Damit habe ich mich ja ein bisschen intensiver beschäftigt. Wir hatten etwas Angst im Vorfeld, dass uns vielleicht die Themen ausgehen könnten. Aber im Gegenteil. Im Gegenteil, wir sind halt nicht die 0815 Durchschnitts-YouTuber, die dann zu anderen schauen und irgendwelche Challenges machen. Nein, wir kriegen immer genug Themen zusammen. Wir haben recherchiert, ja. Also ich saß heute Morgen noch beim Frühstück und habe ein bisschen gesammelt. Und der Schock der Woche für mich war, dass Instagram die Like-Zahlen abschaffen will. Das Nein. wusste ich gar nicht. Das hat mich voll, also da ist mir meine Zigarette ins Bier gefallen. Ja. Beim Frühstück. Die wollen abschaffen, dass man sieht, wie viel geliked haben. Also man selber sieht es schon, aber nicht Fremde. Aber wozu ist das denn gut? Naja, das geht um diese Schönheitsideale und diese falschen Likes, die gekauft werden und dann werden Sachen relevant. Ja, aber dann würde ich selber auch gar nicht sehen wollen, glaube ich. Und dann macht's doch auch keiner mehr. Was hat denn dann Like ja, irgendwie? Ja doch, es gab nicht. Einen Testlauf in Kanada irgendwie und es lief wohl ganz gut. Ja, in Kanada sind sie aber auch so nett. Och, du hast ein Foto hochgeladen. Na, ich like's mal. Es gefällt mir nicht, aber ich like's mal, weil... Da haben alle 2 Millionen Abonnenten Internet-Etikette. Die folgen sich alle gegenseitig. Jedenfalls wird es jetzt ausgeweitet auf Japan, Italien, so ausgewählte Länder wird es jetzt passieren, dass diese Like-Zahlen abgeschafft werden. Bei uns noch nicht. Ja. Also liebe Influencer, die uns alle hier gerade zuhören, wir sind noch nicht dran. Ich merke jetzt erst gerade, dass ich irgendwie auf beiden Stühlen gleichzeitig sitze. So. Und zwar die Lücke zwischen mir, damit mit dicken falls Arsch. Ich kacken muss, ja. kann ich einfach fallen lassen. Hier, wir sind auch wieder, ihr hört es wahrscheinlich, wir sind wieder im Ranz-Studio unten. Und, wir sollten das nicht sagen. Ich finde, die sollten das einfach kommentieren auf YouTube, wo wir gerade sind, in welchem Studio. Okay, ich finde es immer gut, wenn die Leute kommentieren. Hallo, ihr könnt sehr gerne kommentieren. Auch ihr Radiohörer könnt gerne kommentieren, indem ihr einen schönen Leserbrief schreibt. Davon haben wir schon ganz viele bekommen, auch von Geld. Der Oma Gerda schon. Und wenn ihr wollt, schickt uns einen Leserbrief. So ist Radio es. Lotte, Weimar. Ach, ich finde das schon. Ja, so Briefkasten. Googeln. Es gibt so ein Postfach, nicht Postfach, aber es gibt irgendwie so eine Adresse hier für Sendungsmacher. Ja. Und da wir die Einzigen sind, die Post bekommen, geht es eh immer an uns quasi. Genau. Mit ganz viel Geld rein. Und zu dem Thema noch, es gab schon die ersten Influencer, die gedroht haben, ihr Account zu löschen auf Instagram, weil ja Likes die Währung ist quasi, sind für Influencer und sie ihr Geld verdienen. Und ich frage mich, ja, da gehen wieder Arbeitsplätze flöten. Warte mal, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Pass mal auf, ich bin ich bin ja hier für meine Internet-Expertise, du bist ja hier für alles andere. Richtig. Und das ist doch Quatsch.
Also dann ist ja wirklich die einzige Zahl, die relevant ist, die Followerzahl. Die kannst du dir super leicht kaufen. Das macht ja den völligen, ich kaufe mir einen Influencer für Werbung Markt kaputt. Ja. Also die Leute raffen das ja dann gar. Also dann kannst du halt dir, ich kenne einen Kumpel so, der hat sich halt 50.000 Follower gekauft auf Instagram. Seine Fotos haben halt 50 Likes oder so, weil kein Schwein die wirklich sieht. So, und dann kann der aber jetzt an jede Firma rantreten, ey, guck mal, ich habe hier 50.000, übelste Reichweite. Aber die checken schon aus inzwischen, auf wie viele Likes die Beiträge haben. Ja eben, aber wie denn, wenn die Likes nicht mehr einsehbar sind? Und darum geht es ja, man will ja das dem vorbeugen. Ich zeige gerade ganz energisch mit dem Zeigefinger auf Tino. Auf mich, weil ich meine 700 Follower gekauft habe. Ich habe, nee, also ich finde, da gehen wieder Arbeitsplätze flöten, das kann man nicht machen. Ja. Also ist keine gute Entscheidung. Da bricht die Wirtschaft zusammen. Wie siehst du das denn so als Influencer? Sind dir die Like-Zahlen wichtig? Naja, bald sehe ich sie nicht mehr. Eben. Muss ich eine Brille kaufen. Als Influencer. Was? Ist es dir wichtig? Ist es dir wichtig? Na, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie komisch, wenn das wegfällt. Also mir ist es jetzt so nicht wichtig, weil ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der übelst die Reichweite hat. Ja. Und dann irgendwie um jeden Like hier, keine Ahnung, das in bare Münze umwandeln kann oder was auch immer. Aber es ist irgendwie seltsam. Ich kann mir vorstellen, dass für ein paar Leute der Reiz, wenn du sagst, die haben das getestet und es ist nicht weiter wild, ja, sollen doch machen. Kanada halt. Ja, Kanada. Kanada zählt nicht, Mann. Ja, eben. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ich würde schon gern sehen, wie viele andere Beiträge geliked werden. Es sagt ja auch so ein bisschen was über den Menschen aus und ob er wertvoll ist oder ob er nicht wertvoll ist. Von daher, also ich bin dagegen, dass man das abschafft. Gut, können wir das auch stellen ganz lassen. Konkret. Vielleicht habe ich noch eine kleine Sache in eigener Mission. Mir hat der gute Tim geschrieben auf Instagram, wo wir gerade dabei sind. Und der ist auch ein Podcast-Hörer. Hallo Tim. Na? Hallo Tim. Schön. Und wir hatten aber so einen kleinen Zwist, Zank und Raufhändel. Und dann habe ich irgendwann nicht mehr zurückgeschrieben, weil ich habe wirklich vor der Gamescom nicht so viel Zeit und musste noch einiges machen. Ja, unter anderem ein Video schneiden und dann noch eins. Unfassbar. Ja. Und da habe ich dann nicht zurückgeschrieben. Deswegen kriegst du hier vielleicht nochmal deine Antwort. Hier können wir auch richtig schön Circle jerken, Tino und ich, wenn wir uns einer Meinung sind und dich so richtig mit deiner Meinung an die Wand reden, weil du oder dich nicht wehren kannst. Oder umgekehrt. Nee, er kann sich ja nicht wehren. Nee, aber wenn ich nicht deiner Ach so, Meinung bin. Stimmt. Nein, wir haben darüber geredet. Ich finde, er hat es ein bisschen extremer dargestellt, als ich es gesagt habe. So, ich habe ja nie gesagt, Reiche sind schlecht oder sind schlechtere Menschen oder bösere Menschen oder sowas. Auch wenn es stimmt, aber das ist so nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt, ja. Ich habe es nur gedacht. Nee, er hat das ein bisschen kritisiert, dass ich so die Idee hatte, die ganz grobe Idee, dass man vielleicht einfach ein Level Cap, ja, für Reichtum macht. So über 10 Millionen im Jahr muss man nicht verdienen. So hat er gesagt, was ja auch irgendwo bis zu einem bestimmten Punkt stimmt. Wenn jetzt irgendein Typ in Bangladesch oder so, der hat, was weiß ich, umgerechnet, wie viel Geld der hat, im Vergleich zu mir ist der wahrscheinlich sehr, sehr, sehr arm. Ja. Und dann würde er sagen, oh, so viel Geld wie der hat, braucht man nicht. Aber ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen. Man muss ja schon irgendwie... Es geht ja nicht um die Zahl, es geht ja um den Wert des ja, Geldes. Richtig, und der Unterschied ist ja vielleicht auch, er kann sich vielleicht nicht komplett ernähren oder so. Aber mir geht es ja gar nicht darum, irgendwo die Grenze einzuziehen. Also ab dem Punkt, wo du dich super ernähren kannst und so viel Geld dann noch über hast, dass du dir Häuser kaufen kannst und alles Mögliche, Da ist doch der Punkt dann vielleicht angekommen, wo man sagt, okay, irgendwann ist dann mal gut. Das sagt doch keiner, dass irgendwie bei einem Einkommen von 1.000 Euro pro Monat schon ein Schnitt sein sollte. Also beziehungsweise natürlich es geht gemessen ja um am Land. Ganz große Summen geht's dir, also wenn es ja, um also eine Milliarde geht oder um 20 Milliardär Millionen. Muss keiner sein, ist halt meine These so. Ja. Und ich habe nicht gesagt, dass die schlechter sind. Er meint dann wiederum, ja, aber dann ist ja der Ansporn so ein bisschen weg. Ich kann vielleicht auch Nein, mal eins. Nein, der Ansporn ist doch groß genug, wenn du 10 Millionen machen kannst. Eben. Er sagt halt, dann gibt es vielleicht nicht mehr so ganz große Bill Gates zum Beispiel, der oh, ja auch schade. Viel schade, wenn es den nicht mehr gäbe. Also sein Reichtum meine ich. Ja, Bill Gates, das muss man sagen, der spendet ja wirklich relativ viel, ja. Aber meine Güte, wenn es darum geht, irgendwie Schwanzlängenvergleich zu machen, da kann man ja trotzdem sagen, okay, der hat jetzt diesen Wert und theoretisch... Er hätte das gehabt das wurde ihm abgeluchst. Ja, irgendwie von so. Von der Robin-Regierung. Ich kann einfach mal, damit ich ihm auch mal zu Wort kommen lasse, das Letzte, was er mir geschrieben hat, kann ich mal vorlesen. Kein Mensch gibt aber sein Geld für Spenden oder den allgemeinen Wohlstand aus, wenn er nicht genug für sich selbst hat. Nach der Maxime müsstest du, ich, Tino und auch Dion, das ist witzig, dass er Dion erwähnt,
alles für die Wohlstandsverteilung ausgeben, was uns überbleibt. Alles, was wir nicht zwingend brauchen, müssten wir dann an Ärmere geben. Und das ist halt der Punkt, wo ich, also da hat er mich vielleicht ein bisschen zu extrem gedeutet oder so. Das ist aber die Idee, und ich musste dich auch ein bisschen aufklären gerade, das ist eine sehr, sehr linke Idee, eine unangenehm linke Idee. Ja, ist mir schon klar. Eine Reichensteuer und dass man einen Höchstbetrag ansetzt und sagt, okay, ab 10 Millionen im Monat oder keine Ahnung, im Jahr. 10 Millionen ist halt übelst viel. Ja, es geht nicht darum, dass jeder, der irgendwie nur, was weiß ich, 2000 netto, ist halt auch vielleicht schon okay so, aber als Beispiel. Das meine ich ja gar nicht. Es ist fucking 10 Millionen im Jahr zu verdienen. Ja. Das ist so fucking viel. Es geht nur darum, dass diese, guckt euch doch die Schere zwischen Arm und Reich an, die sich immer weiter aufspannt so. Wenn die obersten 1% so viel haben wie die ganze Restbevölkerung, das ist natürlich ganz toll, dass sie ihren Traum leben können und dass sie, ja, mit steigendem Reichtum, da steigt dann nun mal einfach der Bedarf und so. Da muss man dann halt Wasserflaschen für 8 Euro im Hotel kaufen, weil man das Leitungswasser nicht mehr trinken will. Das verstehe ich natürlich und alles. Und die 5 Häuser, die man kauft und 20 Autos. Aber ganz ehrlich, irgendwann ist doch mal gut. Also. Ja, im Angesicht dessen. Und es war nur ein Vorschlag. Oder in Anbetracht dessen, dass es ja so viele Menschen gibt, die eben gar nichts haben, ja. Und andere haben ja irgendwie 10 Villen und 5 Lamborghinis zu Hause stehen. Das geht eben nicht. Und ich sehe es halt ganz genauso. Klar ist, muss man die Grenze erstmal festlegen, ja. So wenn man in China die Grenze an Kinderkriegen festlegen kann, ja, da kann man auch festlegen, okay, mehr als 2 Autos braucht eine Familie vielleicht nicht. So. Kann man, wenn das für alle gleich gilt, ist natürlich jetzt hier wirklich, ja, ich baue hier gerade übelst den totalitären Staat auf. Ja. Ja, das ist verboten, das ist mir alles klar. Aber mein Gott, ey. Es geht nicht um Verbot, es geht nur um Regularien, um Armut aufzuhalten. Und da der Mensch einfach so egoistisch ist und wir so eine krasse Ellenbogengesellschaft haben, muss man manchmal Leute zu ihrem Glück zwingen, wie es auch beim Autofahren war mit der Anschnallpflicht. Ja, die gab es auch früher nicht. Und die wurde einfach eingeführt und jetzt sind alle happy damit. Und so kann es mit Juhu, so... Juhu, ich kann mich anschnallen. Ja, und sowas kann man auch mit sowas machen. Also ich bin da ganz bei dir und ich finde auch, dass niemand 20 Millionen im Jahr verdienen muss. Ich lasse jetzt Tim zum Schluss nochmal zu Wort kommen, damit es ja nicht so ganz so hart ist, dass wir jetzt alles gegen ihn... Also es ist ja, ne? Nur weil ich mit jemandem eine Meinungsverschiedenheit habe. Ist ja nicht habe, persönlich gemeint. Ja, eben. Wie gesagt, ich sage jetzt nochmal, was er sagt so und dann können wir zum nächsten Thema. Hab keinen Bock mehr. Nein. Wenn man sein erarbeitetes Geld an andere abgeben soll oder sogar muss, dann gibt es doch keinen Grund mehr, viel Geld zu verdienen. Warum sollte sich dann irgendwer die Sachen... Irgendwer die Mühe machen und innovative Sachen erfinden. Fuck, ich muss doch nochmal was dazu sagen. Und innovative Sachen erfinden, wenn man davon genau weiß, dass man selbst nichts davon hat. Niemand würde nichts. Mehr... warte, pssst, hallo, lass den Mann. Lass ihn ausreden. Niemand würde mehr, in Anführungsstrichen, viel arbeiten und fortschrittliche Dinge tun, wenn man selbst davon nichts hat. Bill Gates zum Beispiel spendet auch Millionen an Organisationen etc. und lebt trotzdem einen krassen Lebensstandard. Jeder Mensch in Europa könnte dazu beitragen, den Wohlstand fair aufzuteilen, aber kaum jemand macht das. Warum sind also reiche Leute schlechter als Durchschnittsverdiener? Ja, wie gesagt, das habe ich nie gesagt, dass die irgendwie schlechter sind oder per se erstmal böse Menschen oder so. Aber bei dem einen Punkt würde ich echt gerne nochmal einhaken, weil das ist ja grundlegend irgendwie, das ist ja grundlegend toxisch irgendwie, dass man nur etwas macht, wenn man selber davon einen Vorteil hat. Kapitalismus. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwelche Krebsforscher versuchen, Krebs zu heilen, damit sie selber damit ganz viel Geld verdienen. Also dass das wirklich die... Also wenn das so ist, das dann wäre das sehr schade. Es gab doch diesen Typen, der dieses AIDS-Medikament da irgendwie nicht erfunden hat, aber irgendwie das Patentrecht hatte und hat dann den Preis auf einmal irgendwie verhundertfacht. Ja, das gibt's garantiert, aber wenn das irgendwie bei allen so ist, die irgendwie gegen Krebs forschen oder gegen was weiß ich was, ja, das wäre schon irgendwas ein bisschen schade. Das ist für mich auch kein Argument zu sagen, hat er nichts. Also vielleicht wollen wir doch irgendwann in eine Gesellschaft reinwachsen, wo man irgendwie etwas tut, weil man denkt, okay, wenn ich damit vielen Leuten helfe, ist das für mich auch eine Belohnung und nicht nur der Schein in meiner Hand. So, aber Tim, du hast natürlich trotzdem eine legitime Meinung, die ignorieren wir jetzt aber und gehen zum nächsten Thema. Wenn ihr irgendwann in die Gelegenheit kommt, das Theaterstück Homo Empathicus anzuschauen, da geht es nämlich auch um so etwas, schaut es euch gerne an. Linke Propagandascheiße, guckt es euch nicht an. Nee, nicht links, aber es ist verwirrend, egal. Zum Schluss noch zu dem Thema, die Partei hat übrigens mal gefordert, einfach die 100 reichsten Deutschen umzunieten in Deutschland.
Das ist halt wieder unangenehm links. Das ist unangenehme radikale Mitte, die Partei. Ja, okay. Vielen Dank. Wir haben Konkurrenz bekommen, Robin. Wegen was? Wo? Konkurrenz, Podcast. Wie jetzt? Wo jetzt? Wer jetzt? Warum? Naja, Luca Concrafter hat einen neuen Podcast. Gott, Alter, was ist für eine Scheiße hier? Luca Concrafter, wow. So. Und stell dir mal hat heutzutage jeder einen Podcast. Stell dir mal folgendes Bild vor, ja, was ich zuerst gesehen habe. Luca. Ja. Und neben ihm ein dickes Mädchen. Das ist das. Guck ich mir nicht an. Und das ist aber das offizielle Bild von dem Podcast. Wie heißt der Podcast? Luca und daneben ein dickes Mädchen. Also entweder ist es wirklich was irgendwie in die Richtung oder es ist was genau Gegenteiliges. Wie zum Beispiel. Hau irgendwas raus. Faul wird fit. Nee, viel schlimmer. Nee, warte. Nee, irgendwas Lifestyle-mäßiges oder so. Schlimmer. Es ist echt unterste Schublade. Es ist ganz, ganz schlimm. Okay. Und geklaut vor allem. Okay. Nein. Ossisch orthodox. Nicht von uns. Ach so. Nein, der Podcast von Luca und seiner Bekannten oder Freundin ist ja. Dick und doof. Dick und doof. Luca und ein dickes Mädchen. Das tat mir wirklich weh. Weißt du, wir haben ewig gerätselt damals, ja, wie nennen wir unseren Podcast? Ja, wir hatten 1000 Namen aufgeschrieben, konnten uns nicht entscheiden, ja, und dann kommen die hier mit dick und doof. Und was machen die? Da fühle ich mich verarscht. Hast du nicht reingehört, oder? Keine Ahnung, natürlich nicht. Ja, ich kann mal kurz bei Spotify gucken, ob wir das finden. Ja, die sind bei Spotify und ich glaube noch irgendwo iTunes auch und so. Ich habe nicht reinhören wollen. Vielleicht auch mal. iTunes? Dick und doof. Ich würde dann dick und doof Podcast Laser Luca. Gott, ist das was? Dumm. Warum Laser Kindheit, Liebeskummer, dick und doof Teaser. Wir machen einfach mal, wir gehen mal Teaser. Bei. Also vier Sachen haben sie jetzt schon online. Warum machen wir eigentlich gerade Werbung? Prost, Luca! Prost. Ja, also es scheint ein Shitpost zu sein. Es kann halt nicht jeder so einen geilen Podcast machen wie wir. Nee, keine Frage. Ich find's auch, also ich, ohne Spaß, wir sind so fucking gut. Ja. Die besten. So, können wir jetzt mal zu relevanten Themen kommen? Ja, bitte. Matrix 4 wurde angekündigt. Wow. Das ist noch, während ihr das jetzt hört, ist es schon wieder alter Käse, aber meine Güte, ist das gerade aktuell. Da ist das Internet ausgerastet gestern Abend. Hast du die ersten Teile gesehen? Na, aber sicher. Ja, ich auch. So, worum geht's denn in Matrix, Tino? Erklär uns mal. Da geht's auch um so einen Typen, der irgendwen jagen muss. Mhm. Der jagt jemanden durch die Dimension und muss irgendwie durch die Matrix durch. Da geht es auch um diese Matrix, ja, dass wir kontrolliert werden, dass das Leben eine Simulation ist. Mhm. Und er versucht das aufzuklären, wer das ist. Und so ein Detektiv. Richtig, und schießt die alle tot. Das ist der Herr Matrix. Ja. In allen drei Teilen. Also ich bin einer, eigentlich ist die offizielle Meinung so, der erste Teil ist richtig geil. Das ist in der Trilogie, wusstest du ja. Ja. Von den Wachowski-Brüdern, die heute Wachowski-Schwestern sind. Ach schön. Das ist sehr interessant. Ach, sind die transsexuell oder wie? Ja, kenne ich so auch nicht. Das irgendwie, also die haben sich zusammen entschieden. Zwillinge, das ist ja auch spannend. Das ist auf jeden Fall interessant, aber kommen wir zu dem wirklich Interessanten, nämlich Matrix 4. Ja. Also... einer ist jetzt nur noch dabei. Eine. Oh Gott, jetzt werde ich wieder gelünscht. Die Lana Wachowski. Aber nicht der Hauptdarsteller, der diese coole Bewegung gemacht hat, der sich so nach hinten lehnt und abgeschossen wird. Ja, der Neo ist das. Ah, Neo. Keanu Reeves kennst du vielleicht. Ja, der ist gerade sehr erfolgreich durch die John Wick-Reihe. Auch eine Trilogie mittlerweile. Mhm. Und die Wachowski-Brüder haben das früher zusammen gemacht. Jetzt macht es nur noch Lana. Das ist eine von beiden. Ich habe keine Ahnung wer, aber ist auch egal. Und Neo ist wieder dabei und Trinity, die aber meiner Meinung nach im dritten Teil beide nicht so gut verendet sind. Spoiler, I guess. Oh. Aber der Film ist fucking... Matrix ist ja auch eine Simulation, wie gesagt. Werden wieder auferlebt. Alter, das ist ja... Professionalität. Matrix 1 ist jetzt 20 Jahre alt, Jubiläum. Oh. Kam, glaube ich, auch 99. Ich dachte älter, aber cool. Nee, 99. Da bin ich ja auf älter. Jeden Fall sehr geil, es geht darum, guckt euch lieber an. Also der erste Teil ist wirklich critically acclaimed, der hat damals alles verändert, so auch dieses Bullet-Time-Ding, das hat danach jeder gemacht und coole schwarze Mäntel, Blade und so, ne. Jeder musste auf einmal einen coolen schwarzen Mantel anhaben. Und ich fand damals den zweiten Teil eigentlich echt geil. Der zweite war immer mein Favorit, obwohl die Leute sagen, ey, 2 und 3 ist scheiße. Sind die gefloppt auch? Ich glaube, erfolgreich waren sie trotzdem.
Also gerade nach dem ersten war der zweite sehr erfolgreich. Er hat halt sehr veraltete CGI-Effekte heutzutage. Inzwischen, ja, klar. Es gibt halt so eine Szene, wie einer gegen ganz viele Leute kämpft so, und die sind alle computeranimiert, mehr oder weniger. Mm. Und das sieht schon echt räudig aus. Aber das merkst du halt als, weiß ich nicht, Zwölfjähriger. So ein bisschen wie Mystic Knights, diese Super-Tel-Serie. Alter, das habe ich neulich mal wieder geguckt, so vor ein paar Monaten. Das Intro ist so Mystic cool. Mystic Knights have come to save our lives. Ja, das war die Kelly Family. Die Kelly Family, ja, großartig, diese Band. Aber so schlimm sind die Effekte auch wieder nicht. Also das ist ja ganz furchtbar. Die ja, Monster aber habe ich nicht gemerkt als Kind, als es im Fernsehen lief. Ich dachte, boah, geil, der Drache und die Fee, die da rumfliegt. Aber heutzutage schämt man sich dafür. Ja. Mal schauen, ob sich die Wachowskis in der Zukunft für Matrix 4 schämen müssen. Also ich prognostiziere mal, entweder es wird richtig, richtig geil oder ein absoluter Flop. Oder cringy, richtig scheiße. Ja. Also ich glaube, sowas dazwischen, so halb gut, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Schreibt es in die Kommentare, habt ihr damals Matrix gesehen? Wenn ja, welcher ist euer Lieblingsteil und werdet ihr den vierten Teil gehen? Schreibt uns. Luke Mockridge war im Fernsehgarten. Ja, oh, ich habe es gesehen gestern. Und ich habe mir das angesehen, ohne mich zu informieren vorher. Und weil ich nur über Postings auf Facebook gesehen habe, dass da irgendwie was passiert ist. Und ich dachte mir, ist der durchgedreht irgendwie? Ist er jetzt irgendwie labil? Hat er sich was eingeworfen? Es ist Folgendes passiert, Leute. Luke Mockridge, der Comedy-Star mit eigener Sendung im Fernsehen. Der ist so witzig. Der war im ZDF-Fernsehgarten bei Kiwi, heißt die, glaube ich, die Moderatorin. Und hat ein Stand-up gemacht, was offensichtlich absichtlich schlecht war. Er hat so ganz billige Witze alles gemacht. Alles andere, was er je gemacht hat. Richtig, ja, das war nochmal eine Stufe tiefer. Also es war wirklich so Kindergartenhumor, wie so ein Affe rumgetanzt hat und den Witz mit Fritzchen und der Oma erzählt hat, die da hinfällt und er dann sagt, was auf dem Boden liegt, darf ich nicht aufheben. Und die haben ihn weggeschnitten irgendwann, weil sie sich geschämt haben. Dann war auch Kiwi richtig sauer. Also am Ende Kiwi, Alter, du weißt halt, wie die alle heißen, Mann. Diese Frau, ne? Meine Mutter ist da voll Fan von dieser Sendung. Ich muss das immer mit angucken. Das ist das Gute. Unsere Radiozuhörer sind dieselbe Zuschauerschaft, wie der Fernsehgarten hat. Eben. Nämlich 80 plus. Richtig. Und da können wir jetzt direkt das Publikum mal, also jetzt erzählen wir quasi mal was Relevantes, ja, was die auch wirklich interessiert. Und Kiwi war dann richtig böse so. Ich mache das schon seit 19 Jahren, diese Sendung, oder weiß ich nicht, wie 20 Jahre. Und dass man mich so beschämt, meine Sendung so ruiniert, das finde ich unterste Schublade und das war richtig unkollegial. Luke Mockridge, never again. Das hat keiner verstanden. Die 80-Jährigen im Publikum, was hat sie gerade gesagt? Never? Nee, ich habe das auch gesehen, aber die war richtig pisst, Alter. Aber richtig, ja. Du hast es halt jetzt so ein bisschen so, oh nee, das war doof, aber die war richtig, richtig pisst. Und ich dachte mir, Alter, wie unentspannt kann man denn sein? Sie hat halt nicht gewusst, was da vor sich geht. Ja, aber mein Gott, dann wirst du halt mal getrollt so. Hm. Es ist doch übelst geil. Also, nee, für die ist es was ganz Großes. Ich finde Luke Mockridge echt so richtig, richtig unwitzig, ja. Ja. Der ist auch damals, ich weiß nicht, ob er direkt in der Punk-WG drin war, auf jeden Fall ist er da so ein bisschen mit groß geworden, auch danach irgendwie, also durch YouTube, ne, danach, also in der Punk-WG war auf jeden Fall hier die Kleine, wie heißt sie? Joyce, genau, die ist ja jetzt Joyce mittlerweile, Ick. Genau, die ist mittlerweile sehr erfolgreich und die hat mit ihm ganz viele Videos früher zusammen gemacht und dadurch ist er so richtig groß geworden erst. Und ich fand den schon immer scheiße. Also nicht als Mensch, ist mir scheißegal, wie er als Mensch ist, aber so, also als Künstler. Ich habe über nichts gelacht, was ich da jemals gesehen habe. Aber das fand ich schon ganz okay, kann man mal machen, weil, also ganz ehrlich, das ist... Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen also so dein Stil, ne? Dass man Leute trollt, die nichts davon wissen und ich glaub man schon, sich zum dass Obst das so macht ein, selbst. So ein bisschen, ja, naja... Also ich fand es jetzt auch nicht lustig zum Obst gemacht, aber ich fand es an sich geil. Also so habe ich es verstanden. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube, dass es schon so war, ich werde hier eingeladen, aber das ist überhaupt nicht meine Zielgruppe oder das ist eigentlich total die Gammelsendung. Aber dann frage ich mich, warum er überhaupt erst zusagt. Nee, nur um zu trollen. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so Hintergrund. Das war ein Werbegag für seine neue Show irgendwie. Schaltet ein, dann wird es aufgelöst, was passiert ist. Und dann wird es was gemacht haben wie Joko und Klaas immer, weißt du? So, sei mal ganz cringy. Na, dann finde ich es schon wieder echt ungeil, muss ich sagen. Dann finde ich es richtig, ja, also dann ist es immer noch ein bisschen okay, aber ich dachte halt echt, dass das so ein bisschen Aussage dabei hat. Ja, das ist ja super. Wissen wir wack. Ja noch nicht. Ja? Also, das wäre super wack, wenn es einfach nur ist: Oh ja, du musst mal auf einer Bühne. Das traust du dich nie! Sei mal auf einer Bühne ganz doll unwitzig.
Dabei hat er sich schon so oft getraut in der Vergangenheit. Ne? Also guckt euch Luke die Woche und ich an und dann werdet ihr erfahren, was passiert ist. Twitter war auf jeden Fall begeistert von dem Thema. Ich war mehr begeistert von dem Thema das Hakenkreuz-Karussell-Adlerflug im Tasmania, ja, im Schwarzwald. Lustig, ja. Das war ein großes Ding. Oh, da ist mit ihm. Da gab es so eine Attraktion, die aussah wie ein Hakenkreuz, ne? Ja. Und was sie jetzt irgendwie abmontieren müssen. Vor allem halt irgendwie so ein Hakenkreuz, was so. Ich weiß nicht, es sieht schon ein bisschen bedrohlich aus der Ferne, so Spitzen dran und so. Ja. Das ist schon ganz witzig. Das und hat Kinder auch hängen dran und schreien irgendwie. sich drehende Hakenkreuze mit schreienden Kindern dran, was will man mehr? Ist doch lustig. Die hätten das nur zu einem Themenpark umbauen müssen. Ja. Der Nazi-Themenpark. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das. Wir senken das. Wir senken. Wir machen, dass jeder wieder auf Deutschland guckt. Richtig. So. Aber apropos Nazi. Ja, was? Warte mal kurz, ich muss dazu noch was sagen. Doch, okay, in Kick gibt es nämlich auch Kleiderständer, die wie Hakenkreuze aussehen. Da das sagt ist doch keiner schon was. 10 Jahre alt. Ja, aber da klar. Sagt keiner was. Doch, da gab es auch irgendwelche Fotos davon. Apropos Nazi, du wolltest deine geile Überleitung Nazi, machen. Nazi, genau. Ich bin ja der unangenehme linke Tino. Ach, und jetzt nicht wieder den Bernd. Nicht der Bernd, nein. Da kommen wir gleich zu. So ein bisschen okay. Bernd ist drin. Aber es geht vielmehr um den Kandidaten der AfD, Kalbitz aus Brandenburg. Denn der wurde interviewt von Schülern, beziehungsweise gab es eine Podiumsdiskussion mit Schülern. Und er wurde gefragt, Herr Kalbitz, was halten Sie von Höcke, da er ja ein Nazi ist? Mhm. Also eine Frage, wie sie von mir hätte kommen können, tatsächlich. Guten Morgen. Nicht stören, alles gut, mach nur. Ja, das gehört hier zum guten das Ton. Wir sind ja auch nominiert für den besten Podcast aller Zeiten. Und, richtig. Professionalität zeichnet uns aus. Jedenfalls nach der Frage kam, wie reagiert man als Politiker? Ja? Ist man kühl, cool und ist irgendwie witzig? Hast oder du es jetzt argumentiert? Für unsere internationalen Zuhörer kühl nochmal übersetzt? Genau, richtig. Mhm. Und, aber er antwortet mit, tut mir leid, dass Sie so verblendet sind. Und geht auf die Frage gar nicht ein. Also beleidigt irgendwelche Schüler. Und im nächsten Atemzug wurde er gefragt über Greta Thunberg, was er über sie denkt. Und seine Antwort ist, die ist doch nur ein zopfgesichtiges Mondgesicht. Also argumentativ sehr stark, die AfD, wie immer. Und er ist auch gegen Windräder, weil er Insekten und Vögel schützen will. Also die AfD das hatten wir mit ja bei einer Spitzenleistung. Ja, also das mit den Windrädern hatten wir ja schon mal besprochen. Da knüpfe ich gerade ein bisschen an unserem Podcast. Da so ein paar, wenn ihr, was waren das eigentlich, der unser Brennpunkt Hörerwunsch, oder? Atomenergie, ja. Genau. Ja. Und im Zuge dessen hat sich auch die DDR-Gemeinschaft, wie heißt denn die? DDR-Oppositionelle haben sich empört über die AfD, auch über diesen Kalbitz, weil er oftmals die heutige BRD mit der DDR vergleicht und sagt, dass die DDR 2.0 hätten wir heute, so mit Überwachung und mit... Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Ey. Genau, und da haben die jetzt gesagt, haben sich jetzt 100 ehemalige DDR-Oppositionelle zusammengetan und einen Brief verfasst und gesagt, das ist eine Geschichtslüge, die DDR war ein kommunistisches Diktaturengeschäft. Und die BRD ist eine freiheitliche Demokratie und jetzt wollen sie quasi dafür sorgen, dass die Menschen nicht diese Aussagen glauben der AfD, dass wir jetzt in der DDR 2.0 leben. Weißt du, was das Beste wäre bei sowas? Ignorieren. Nein. Doch. Man kann die nicht ignorieren. Alter, meine Güte, also es gibt ja jeden Tag irgendein Geschwaller, ja, wir sind eine GmbH und die USA haben uns gekauft und meine Güte. Die kannst du aber nicht stehen lassen, sonst... Weiß ich nicht, sonst verbreiten ja, sich diese dummen Aussagen. Ja, aber jemand, der klug ist, weiß das halt. Und jemand, der dumm ist, ist halt eh dumm. Ich bin da so ein bisschen... Der Kalbitz ist auch nicht dumm, der ist auch studierter irgendwas. Ja, und es ist doch... Das ist nichts, das heißt nichts. Du oder kannst Bernd. Studiert haben und bist trotzdem rotzenhohl. Der Bernd ist ja auch ein Lehrer. So. Und das sind ja auch Menschen, die eigentlich ein bisschen Bildung genossen haben sollten. Ja, der Bernd hat so viel Bildung genossen, dass er so ein kleines Twitter-Eklärchen hatte. Eigentlich... Ich fand es einfach nur witzig. Hätte es aber auch witzig gefunden, wenn es irgendjemand anders gewesen wäre, als es jetzt völlig unabhängig von Bernd Höcke. Er wurde in einem Interview gefragt, wie er den Mauerfall miterlebt hat. Und zwar von einer Person, irgendwie von einem Zuschauer oder so. Der fragt, sie waren damals 17, wie haben sie denn diese Zeit erlebt? Und vor allem, weil Bernd Höcke immer behauptet, er hätte was getan für den Mauerfall irgendwie. Okay. Für die Revolution. Und aber sie waren noch erst 17, was haben sie denn getan dafür? Ja. Und er überlegt, erzähl du. Nee. Erzähl du. Erzähl du. Leg du zuerst auf. Okay. Nein, er hat halt einfach zur Antwort ausgeholt und erstmal ganz lange nachgedacht. Ja, damals, ich glaube, ich war
17? Hat ewig gedauert, ja. Ich muss da so 17 gewesen sein. Das haben wir gerade gesagt, Bernd. Naja, also war ganz witzig, wurde viel geteilt, aber wie gesagt, ich hätte es auch witzig gefunden, wenn es jeder andere gewesen wäre. Und etwas später im Interview habe ich gesehen, kam irgendwer so im Background vorbei und hat also gerufen, verschwinde, Höcke, du Nazi. Bei diesem Interview? Ja. Okay, das gefällt dir wieder. Guckt nur dumm hin und lässt sich nicht irritieren. Das gefällt dir jetzt. Cool, wie Bernd Höcke so ist. Nee, fand ich witzig. Also ich war es nicht, tatsächlich, aber wer es war, schreibt uns mal. Also, ich muss dazu jetzt mal eine Sprachnachricht abspielen. Wir haben ja manchmal unseren Außenexperten Herr Rudes Armloch hier. Ja. Und bekannt vom Podumcast und Flottcast. Bisweilen kann man sagen, er bereichert uns mit seiner Expertise und das kann er auch in diesem Fall tun. Oh, bitte. Man kann nicht leugnen, dass die Welt ohne diesen Typen ein schlechterer Ort wäre. Das kann man zu jedem Menschen sagen, oder? Das hat er gesagt, nachdem ich ihm das geschickt habe. Es ist einfach entertainend. Ja, so wie Erfurt ist schön, schön deutsch. Einfach, das sind einfach Zitate, die stehen fürs Leben. Und noch schöner war ja, der Syrer, der zu uns kommt, hat noch sein Syrien. Ja. Und wir haben bald kein Deutschland mehr. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall die Realität. Gut, wollen wir dann langsam mal irgendwie von diesen ganzen Hakenkreuz-Themen wegkommen? Oder? Sehr gerne. Also so halb zumindest. Und zwar, was für mich der virale Hitler der Woche oder überhaupt der Hitler der Woche ist für mich, dass Bundeswehrsoldaten ab 2020 kostenlos Zug fahren dürfen. Stimmt, habe ich auch mitbekommen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Meme oder einfach nur ein Gag war. Nein, das ist echt so. Ja, nee, aber irgendwer hat dann gesagt, irgendwie bald kann jeder, der eine Waffe, einen Waffenschein besitzt, kostenlos. Also ist das so? Nein, nur so Soldaten. Das war ein Gag nur. Ja. Der Gag war, glaube ich, irgendwie, dass Menschen, die Waffen tragen und ausgebildet werden, Menschen zu erschießen, dürfen kostenlos Zug fahren. Währenddessen halt so Rettungskräfte und Pfleger und so und Schwestern das nicht dürfen. Ja, okay. Und prinzipiell, ich habe da auch zwei Meinungen. Die eine ist, ich finde es immer geil, wenn Menschen was kostenlos bekommen. Ja, also wenn du man... Du hässlicher Linker. Ja, richtig. Also ich finde es ja gut, dass man Geld sparen kann und dass Menschen, die vielleicht nicht viel haben oder keine Ahnung, dass die halt gefördert werden, ja. Aber warum... Oder befördert. Oder befördert, richtig, schön. Aber warum fängt man eigentlich bei den Bundeswehrsoldaten an? Weil die doch eh schon. Naja, so die viel sind verdienen. Halt jetzt eine Minderheit mittlerweile. Ja, aber auch mit Ganz Recht. Ganz einfach. Mit Recht auch. Und die verdienen aber so einen Arsch voll Geld. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Und früher haben sich alle Menschen immer an Unis eingeschrieben, um kostenlos Zug zu fahren. Jetzt müssen sich alle erstmal verpflichten für ein Jahr. Das ist echt schlimm, Mann. Die machen es uns immer schwieriger. Wo sollen das hinführen? Naja. War es das jetzt mit den Hakenkreuz? Ja, gerne. Die Bundeswehr nochmal kurz reingeholt, diese Hakenkreuz-Themen. Kein Hakenkreuz-Thema mehr. Ja, die Gamescom war ja, ne? Genau. Ist ja super geil. Gamescom im Wandel der Zeit, vielleicht kann man da auch noch das ein oder andere Wort drüber verlieren. Ich bin dieses Jahr das 6. Jahr dabei. Ich war 2012 das erste Mal, aber ich glaube 2016 war ich nicht. So. Und ja, war gut. Nächstes Thema. So, ein Jahr lang. Ja, also ich bin schon gespannt, wie es sein wird, aber also was alle sagen, ne, es wird immer voller, das stimmt, das ist echt, es kann sehr anstrengend sein, eigentlich komme ich mit Menschenmassen super klar, aber wenn du halt dabei quasi Produktionen machen das willst musst, auch so, filmen, ne? Ja. Das kann schon ein bisschen nervig sein, aber ich werde dieses Mal auf jeden Fall, ich habe so wenig geplant wie noch nie, das kann gut sein oder schlecht. Eigentlich will ich da nur reingehen und so, wir haben halt eine gute Zeit und halten die Kamera drauf, so, das ist die Idee. Und mal schauen, ob das was wird oder ob das total scheiße endet. Ein paar Ideen kenne ich ja schon, ich bin sehr gespannt, wie du es umsetzen wirst. Und ja, ich bin auch wirklich gespannt, ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Axel Fotz-Ding jetzt gerade noch nicht ist. Der ist jetzt gerade wahrscheinlich auf dem Weg auf die Gamescom. Und ich bin wirklich gespannt, ob ich dann heute Abend irgendwie erfahre, da ist irgendwie was passiert oder wirklich eine Tomate geflogen oder sowas. Ich glaube, der begibt sich schon ein bisschen in die Höhle des Löwen, wenn er da so einen Auftritt macht. Ich stelle mir Folgendes vor, er wird auf der Bühne reden und während er redet, fängt auf einmal so ein Dudelsack-Spieler an zu spielen. Ja. Und dann kommen die Securities runter von der Bühne und schlagen den Dudelsack-Menschen tot. Und dann kommen die nächsten Leute, werfen mit Tomaten auf ihn. Währenddessen ein YouTuber von der Seite das filmen möchte und dann einfach rausgetreten wird. In den Rücken rein. In den Rücken rein, genau. Und es wird eine riesige Eskalation geben und für mich viele Klicks. So sehe ich das auch. Und Geld von der Bild-Zeitung. Und Geld von der Bild-Zeitung, tatsächlich. Ja. Gut, na, wenn die Gamescom so endet, dann sind doch alle glücklich, oder? Ich auch, ja. Schön. Axel Fotz wird geprankt und es eskaliert.
So heißt es dann. Ja. Gut, Leute, ihr könnt ja Bescheid sagen, ob ihr auf der Gamescom wart. Das wird ja hier erst sonntags ausgestrahlt. Mhm. Da wird auf jeden Fall von uns noch nichts online sein von der Gamescom, aber ja, fragt dann in 2 Wochen nochmal nach, dann kommt das Video. Oder nächstes Jahr. Ja. Wir haben auch ein Jubiläum zu feiern, und zwar 1 Jahr Greta Thunbergs Schülerdemonstration. Ist das jetzt schon? Ja, war sie hat vor einem Jahr, genau, ungefähr jetzt angefangen zu demonstrieren, alleine noch vor dem schwedischen Parlament, und war alleine mit so einem Schild, was um die Welt ging. Und das war der Startschuss für die vielen Klimademos auf der ganzen, ganzen weiten Welt. Schön. Gratulation. Gratulation. Da kann ich vielleicht auch mal ein kleines Thema noch anfügen, nämlich Amazon wurde hart kritisiert. Die haben jetzt neue Packungen, die nicht recycelbar sind. Oh nein, und so ein lupenreiner Konzern wie Amazon. Ja, also ich muss auch sagen, ich mache ja dann immer so ironischer, haha, nutz mal meinen Reflink und so. Aber nach und nach hat man halt schon irgendwie nicht so ganz das geile Gefühl dabei. Ja. Also es kommt halt auch ein bisschen Geld rum so, und dafür, dass die Leute... Das ist ja das Ding so, du holst, glaube ich, nicht dadurch Leute auf Amazon, sondern es sind einfach nur die Leute, die eh über Amazon bestellen. Ja, ist richtig. Die können halt deinen Link nutzen, bekaufen, was sie wollen. Ich mache es gerade wie so eine schöne Werbebotschaft. Und weißt du, Amazon bekommt weniger Geld. Ich habe halt nichts an Zusatzarbeit sozusagen, und die anderen haben nichts an Zusatzverhalten, außer mal kurz auf diesen Link klicken, damit sie irgendwie Cookies in ihrem Cache-Speicher haben oder so. Aber ist das so, dass Amazon dann weniger Geld bekommt? Oder von wem wird das dann abgezogen? Ich weiß nicht, aus welcher Richtung, aber ich kriege auf jeden Fall irgendwie 5% von dem, was du kaufst. Ah ja, oder vielleicht auch nur 3, ich weiß es gerade nicht. Kann sich ja lohnen. Und aber gegen das Gefühl gibt es eine Erfindung von Martin Sonneborn, und zwar den Amazon-freien Mittwoch. Ah. Jeden Tag kann man da bestellen, nur mittwochs bitte nicht. Immerhin. Ja, also ich glaube nicht, dass wegen meinem Reflink sich jemand bei Amazon anmeldet. So. Da sagen 5 Millionen Leute und dann... Ja, ist alles richtig, ist alles richtig. Aber ich freue mich, also anders als Bill Gates, freue ich mich halt über jeden Euro noch, weißt du? Ja, vielleicht auch. Der Prinz Markus von Anhalt. Oder Prinz Andrew, der freut sich. Prinz Andrew auch, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn sowas wie Greta gemacht hat, ja, wenn das... Einfach das, wofür sie auch steht, wenn das schafft, dass Amazon halt für sowas hart kritisiert wird und sofort zurückrudert, dann ist das ja wirklich gut. Dann, also da kann doch keiner irgendwie was schlecht dran finden. Da, klar, die wird jetzt ausgeschlachtet und da sind Riesenkonzerne dahinter, die sie jetzt irgendwie benutzen und so und bliblablub. Aber ich weiß nicht, wenn Greta Thunberg oder das, wofür sie steht, das hinkriegt, dass irgendwie Amazon sagt, wir machen jetzt neue Verpackungen, die nicht recycelbar sind und dann so, wie sie sind, im Ozean landen oder was weiß ich. Wenn da die Leute sagen, macht mal bitte nicht. Die Message bleibt ja letztendlich. Und es ist auch Werbung für sie letztendlich. Ja. Und nicht so für Amazon, die brauchen keine Werbung mehr, die sind einfach schon bekannt. Ja. Die brauchen das nicht. Man kann vielleicht auch an der Stelle noch was Positives anfügen, denn Hasbro wiederum entfernt Plastik von Verpackungen. Hasbro! Ja. Irgendwie so eine rechtsradikale Partei, so eine kleine, wie pro NRW oder sowas. Gott. Hasbro, pro Hass. Ja. Nein. Hasbro macht unter anderem die Magic-Karten, die ich ja, also ich spiele Magic. Ja. Und die sind ja auch immer in so Booster-Packungen. Und da ist auch jedes Mal, ich gehe einmal alle 3 Monate zum Pre-Release, das ist das einzige Geld, was ich quasi ausgebe für Magic-Karten so. Und da machst du halt auch so Booster auf. Ich glaube 6 Stück pro Person. Und da hast du dann halt auch den Tisch voll mit dieser Scheiße so. Also wenn die da irgendwie wirklich eine Pappe, also die hatten schon mal Boosterpackungen aus Pappe, die konntest du dann so manipulieren, dass du konntest die aufmachen, so dass man es nicht gesehen hat, dass sie schon mal auf waren. Konntest die wertvollen Karten rausnehmen, irgendeinen Scheiß wieder reinstecken, zumachen und weiterverkaufen. Ah. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Ich bin es diesmal nicht. Ja, ja. Tatsächlich bin ich es mal nicht, weil mir die Mühe auch das nicht wert war. Ja, ich war es, komm. Ja, nee, warst du nicht. Aber ich war dabei, als das gemacht wurde, und es ist halt super easy gewesen. Und das waren halt auch damals Booster, die irgendwie, ich glaube, 10 Euro das Stück gekostet haben. Das ist schon, also da kannst du theoretisch schon ein bisschen Gewinn machen. Wie dem auch sei, Hasbro, danke. Mach das schön. Ja, Thema Brennpunkt Hörerwunsch, ne? Kriminalität und so, was wir gemacht haben. Ja.
Hört rein. Ich war es aber nicht. Ich war es ja, halt ja, wirklich ich nicht. Weiß, ich weiß, alles gut. Das finde ich auch, das finde ich auch echt ein bisschen assi, muss ich sagen. Ja, das findest du assi, ja. Irgendwelche Kinder. Ja, komm. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Kinder und die Milchpackung um die Ohren werfen, das ist okay. Hört in den Hörerwunsch rein. Aber Hasbro, so ein paar Karten klauen, ja, das ist dann. Nicht asozial. Hasbro, du kaufst es ja, du verkaufst es ja dann an private Personen. Ja. Und die kaufen dann für 10 Euro dieses Ding ohne die Chance auf was Wertvolles. So. Naja, meine Güte. Du Assi. Gut. Meine Güte, wir haben nur noch 20 Minuten. Wir hatten echt Angst, hier die Scheiße nicht voll zu bekommen. Du hast, warte mal, du wann hast haben schon wir angefangen? 35, ja. Ungefähr. Du hast übrigens schon den Hauptzeug, Prinz Andrew angesprochen. Ja. Und zwar die Hauptzeugin belastet ihn jetzt sehr, sehr stark. Ja, also es sieht echt so aus, als wäre dieser Prinz Andrew, der Sohn von Queen Elizabeth, war richtig tief in der Scheiße und richtig tief auch in jungen Mädchen drin. Offenbar. Analsex, oder? Wahrscheinlich, ja. Und der Epstein hat ja ganz akribisch Buch geführt über diese Sexreisen. Warum auch immer, versteht kein Mensch. Jedenfalls decken sich die Aussagen aus den Tagebüchern von Epstein, die Aussagen der Hauptzeugin und die Reiseberichte von Prinz Andrew mit der ganzen Geschichte. Also immer wenn zufällig eine Sexparty war bei Epstein, war Andrew auch in der Nähe. Hm. Und man ist empört. Immer wenn ein Kind irgendwie vergewaltigt wurde, war Michael Jackson. Nein. So aber ein Zufall. Ja, also ne, da hat auch keiner Zweifel dran gehabt, oder? Naja, schon. Also ich glaube, der Prinz Andrew hat das doch erstmal dementiert. Natürlich dementiert und sagte, nein, das kann nicht sein. Da versucht mir jemand was in die Schuhe zu schieben, meine Füße zu massieren, aber nicht die Kinder. Aber offenbar ist es doch soweit. Also ich weiß, ich habe gefühlt hört man irgendwie einmal im Quartal im britischen Parlament, da gehen die Pedos einher. Da gibt es auch so eine organisierte Scheiße. Aber wie auch immer, wir natürlich, ne? Ja, schuldig bis das Gesetz, unschuldig. mein Gott, Alter, jetzt bin ich völlig raus. Mein Gott, unschuldig nein, bis, ach, fickt euch. Es klingt immer so professionell, bester Podcast. Es klingt immer so einer Verschwörungstheorie, aber diese ganzen Pedosekten, das kann schon alles sein, ja, in Hollywood und in überall auf der Welt, das gibt's schon. Die ganzen reichen Leute, die haben so viele Möglichkeiten, sich dazu verschleiern und Kinder daran zu karren. Deswegen willst du erfolgreicher Schauspieler werden. So ist es. Das ist dein Ziel, das ist dein Olymp, den du erklimmen willst. Okay. Ich bin dabei. Lass mal noch über zwei tolle Länder reden. Ich habe hier noch ganz große Themen, China und Brasilien, beziehungsweise natürlich Hongkong. Es gibt nur ein tolles Land, es ist Deutschland. Professionell. Also heute sind wir wieder echt super gut dabei. Nee, ich versuche das mit Hongkong mal ein bisschen kürzer zu machen, weil es gibt jede Woche neue News. Es ist jetzt fucking Mittwoch und es ist schon wieder so viel passiert in Hongkong. Ja. Ich mache es wirklich kurz, weil vielleicht hängt es auch ein paar Leuten mittlerweile zu den Ohren raus, aber es ist, glaube ich, gerade wirklich irgendwie so mit. Also, das kann halt wirklich der Startschuss sein für irgendwas, was da gerade passiert. Also, überall auf der Welt gibt es immer mehr so rechtsorientierte Staaten, ja, auch in Europa immer mehr. Hm. Und Hongkong kämpft gerade dafür, Demokratie haben zu dürfen. Das ist quasi so die Gegenbewegung so ein bisschen. Ja. Und die größte von allen weltweit, so wie ich das sehe. Und deswegen meine also Meinung. Wir werden sehen, ob die vielleicht doch irgendwann mal den einen oder anderen noch inspirieren kann. Aber ich finde es erst spannend, wenn die ersten Menschen hängen. Ja, ich habe mir auch überlegt, irgendwas muss halt passieren. Es kann, ja. Die machen das halt ewig so weiter. Die Regierung wird ewig nicht weiter reagieren, wenn die halt einfach nur weiterhin, ja, die demonstrieren halt jetzt hier so. Ja. Das kann ein ganzes Jahr so weitergehen, was weiß ich. Aber irgendwann, also entweder schaltet sich das Ausland ein und sagt, ey, China, seid ihr bescheuert? Jetzt müsst ihr langsam mal irgendwie was machen. Oder es eskaliert halt wirklich in Hongkong in irgendeine Richtung. Es wird total niedergeschlagen und dann war es das. Oder es eskaliert so, dass dann Hongkong irgendwann sagen muss, okay, es geht so nicht weiter so. Wir müssen jetzt einlenken. Ich habe eine Idee. Wir schicken einfach einen Dudelsackspieler dahin. Ja. Der spielt dann. Ja. Und dann ist halt jetzt richtig. Und Leon Mascher. Der darf nicht fehlen. Vor diese Polizeiwand. Der darf kennt er sich damit aus. Gut, ich fasse es kurz zusammen. Also Twitter bannt jetzt staatlich kontrollierte Werbung, denn das ist auch relativ relevant. Es hat auf Twitter irgendwie keinen interessiert, aber es ist eigentlich eine ziemlich große Sache. China hat übelst viel aggressiv Werbung gegen Hongkong gemacht. Mhm. Also schön staatlich finanziert hier. Die in Hongkong sind alle doof. 200.000 Accounts wurden mittlerweile auch von Twitter gelöscht, die halt gegen Hongkong geschossen haben. Waren wahrscheinlich auch wieder Bots. Also auch hier im großen Stil richtig geil Propaganda gemacht.
In der Zeit haben die Hongkonger aber 2 Millionen gesammelt für eine Werbekampagne, die gestern angefangen hat. Ich habe mir den Dritten Weltkrieg anders vorgestellt, aber ist ganz interessant, dass jetzt so Werbung gegen Werbung geschossen wird statt Atombomben. Ist ja auch schöner. Ja. Währenddessen ist der britische Konsul in Hongkong fest. Ich habe ja Hongkong geschrieben, das ist ziemlich witzig. Hongkong? Hongkong, Hongkong. Der kann jetzt nicht mehr hinkommen, denn der wurde in Hongkong festgenommen. Nee, der britische Konsul in Hongkong wurde auf der Grenze zu Mainland China festgenommen, hat noch zu seiner Freundin geschrieben, bete für mich, und wurde jetzt 10 Tage nicht gesehen. Und das habe ich auch Urlaub. Nicht so ganz. Also es ist der britische Konsul, ja. Das ist doch dann von der Botschaft quasi. So. Die sind unantastbar. Ja, eben. Und der ist halt jetzt irgendwie im China-Gulag irgendwo im gelandet. Im Urlaub ist der, so. Der macht Skiurlaub. Ja, also man hat ihn in 10 Tage nicht gesehen. So, währenddessen ging es weiter auf den Straßen von Hongkong, auch im strömenden Regen Millionen Leute, also wieder 1,7 oder so war die offizielle Zahl. Und alle im Regenschirm. Gibt es richtig geile Bilder, wie du von oben siehst, so 1 Million Regenschirme, also richtig krass. Geil. Also auch Regen hält sie nicht auf. Und dann gab es eine krasse Auseinandersetzung mit der Polizei bei einem Bahnhof. Da gab es so ein bisschen, es sind halt die Fetzen geflogen wortwörtlich. Und hinterher, das kennt man halt auch nur von diesen Leuten, gehen die da hin und machen den Bahnhof sauber, die Demonstranten. Ach schön. Ja, siehst du, so. Ordnung muss sein. Revolution, ja. Köpfen, ja, aber Ordnung muss sein. Hi. Mulan. Ja? Nö, alles gut. Willst du auch noch was sagen? Nein. Schade. Gut. Das offene Radio hier bei Radio Lotte. So, und Mulan wird jetzt auch in Korea boykottiert, da ist das auch angekommen. Ne? Hatten wir ja drüber berichtet. In Nordkorea, ja. Endlich. Das wäre doch mal was. Ja. Nordkorea ist ja relativ nah an Hongkong dran, vielleicht lassen die sich ja auch mal inspirieren. Schön. So, und Trump hat ein... Jetzt denkst du wieder, oh, was hat er mir gemacht? Aber diesmal hat er einen 8 Milliarden Euro Deal unterschrieben. Also 8 Millionen, meine Güte. Jets im Wert von 8, nee, Milliarden. Lest es lieber nochmal nach. Ich mit Millionen und Milliarden, das ist so ein iconic Duo. Meine Güte, Jets im Wert von 8, ich glaube Milliarden Euro. Hallo, morgen. Hat er nach Taiwan genehmigt. Taiwan, wissen wir ja, ist unabhängig von China. Ja. Und wir sind auch unabhängig von professionellem Radio. Alles gut, nicht stören lassen. Geht nur ein und aus, wie ihr lustig seid. Wir sind das gewohnt. Wollt ihr vielleicht was sagen? Keiner will hier was sagen. Thema China, Hongkong. Dumm, dass sich die Mondmarken dafür entschuldigen, dass sie das irgendwie auf die Shirts drauf gedruckt haben. Was? Auf die Shirts drauf gedruckt? Was denn? Versace hat so ein T-Shirt rausgebracht, auf dem halt verschiedene Stadtstaaten drauf waren, die eigenständig von den eigentlichen Ländern stehen, und da war Hongkong dabei und hat sich China übrigens auch beschwert bei Versace. Ah. Und die haben deswegen dieses T-Shirt aus der Produktion rausgenommen. Okay. Ohne Rückgrat. Sind die dumm? Ohne Rückgrat. Ihr habt es zuerst gehört und wir auch. Ja. Schön. Nee, aber großartig, das ist ja super geil, wie China da schon wieder butthurt ist. Auf jeden Fall, Taiwan ist unabhängig von China, wissen wir ja alle, beziehungsweise so halbwegs. Ja, China will die ja immer wieder haben. Mhm. Und dann hat China jetzt Richtung Trump, beziehungsweise Richtung USA gesagt, das wird Konsequenzen haben. Weil jetzt ja mit diesen neuen Jets kann sich Taiwan besser gegen China verteidigen im Falle einer Invasion, ja, zum Beispiel. Und das größte Ding aber diese Woche in dieser Hinsicht war ein Video, das zeigt, wie die Polizei einen 62-jährigen Mann foltert im Krankenhaus. Das ist allerdings kein Demonstrant, das ist auch aus dem Juni das Video, das ist halt jetzt erst irgendwie aufgetaucht und viral gegangen. Der war wegen irgendeiner kleinen Lappalie irgendwie drin und dann haben sie halt, also man kann sich es wirklich angucken, wenn man was Ekliges sehen will, so 13 Minuten lang geht's, die hauen halt auch mit so einem Stab irgendwie. Das war jetzt also Nummer 5 heute. Heute ist Tag der offenen Tür hier. Tag der offenen Tür bei Brennpunkt Internet. So, die hauen halt mit so einem, in dem Thema vor allem, die hauen mit dem Knüppel in seinen Sack rein und so Geschichten, die drücken ihm die Augen ein und so. Also nicht, dass er permanent blind ist, aber so, dass es wehtut. Ja. Ja. Also übelst hart. Hinterher hat die Familie halt Anzeige erstattet und es passiert halt einfach das nichts. Die haben halt Immunität irgendwie. Die Polizisten waren vermummt, man weiß nicht, och. Das ist halt dieses typische, wir haben uns selbst untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, es gibt kein Problem. Richtig. War ein Missverständnis, war einfach eine Therapie, es war irgendwie eine Behandlung. Ja? Da hat er irgendwie Augenkrebs gehabt und den ja, macht man homöopathisch ein bisschen Augen eindrücken. Das ist doch, weiß nicht, was sich da alle so aufregen. Und der Hodenkrebs, ja, um den auch ein bisschen vorzubeugen.
Einfach draufhauen, den Krebs totschlagen. Das ist die neue Methode. Tino, du bist heute on fire mit deinen Jokes. Ich bin noch halb im Bett, aber du rettest die Sendung hier. Ach, hör auf. So, ja, das war Hongkong. Schaut weiterhin hin. Also ich wette, bis zur Ausstrahlung ist da eh wieder irgendwie noch mehr passiert. Also es bleibt spannend. Bleiben Sie dran bei Brennpunkt, Internet und Hongkong. Willst du noch was zwischenschieben oder soll ich jetzt gleich nochmal Brasilien abhaken? Es gab noch einen kurzen, so einen Rant von Rezo. Er hat die Medien zerstört. Er war bei den Space Frogs zu Gast und haben sie ihm die Bild-Zeitung unter anderem gezeigt, was da so drinne steht. Oh, was ist, was? Was die, das gibt es? Die BILD? Was ist das denn? Das ist die Bild, lieber Rezo. Und er hat sich voll aufgeregt. Was? Digi, Alter, die haben das Fernsehprogramm da abgedruckt. Was, Digi? Auf Heidi Klums Hochzeit gab es was zu essen, das schreiben die hier rein. What the fuck? Und er hat sich voll aufgeregt. Da gab es voll den Shitstorm von den Medien. Und ja, die sind böse jetzt auf Rezo. Ach, die Medien, die sind böse, weil die Bild-Zeitung. Nee, weil ja, Rezo. Stimmt, die Medien sind ja quasi der Axel Springer Verlag. Nee, aber weil Rezo sich quasi über alle möglichen Zeitungen aufgeregt hat und meinte, ja, Printmedien, das ist so verlogen und ich bin so froh, dass es kein Teil meines Lebens ist. Und dann gab es richtig Ärger von den Printmedien. Oh, die haben dann so einen richtig feurigen Kommentar geschrieben. Meine Güte, Tag der offenen Tür. Gut, Ja, es ist auch einer gestorben im Moshpit von einem Slipknot-Konzert, so ein 62-Jähriger. Nice. Ein 62-Jähriger? Ist das zufällig der vorher von der Polizei gefoltert war? Ich glaube auch, ja. Kein hat nichts gesehen, hatte Schmerzen in den Hosen. Der war vorbelastet. Ich glaube, der wollte sterben. Wo bin ich hier? Oh Mann. Wir distanzieren uns von diesen Gags. Nee, also komm, ein gutes Konzert, wenn da keiner stirbt, ja, also dann ist es kein gutes Konzert. Grüße an die Toten Hosen. Ja, stimmt, die hatten auch sowas. Aber da war halt ein kleines Mädchen, da finde ich es schon weniger lustig. Ja, schon. Brasilien finde ich auch weniger lustig. Ich hack's auch schnell ab, denn meine Güte, 9 Minuten noch. 8 Minuten, während ich das sage, tickt die Uhr. Brasilien, der Amazonas, der brennt seit 3 Wochen. Bolsonaro ist inaktiv. Die Leute kritisieren das schon. Ist das nicht ein Fluss, Amazonas? Amazonas Regenwald. Ach, Amazonas, stimmt. Das ist der Amazon Fluss, ist der durch. Fluss? Ja. Okay, sorry. So, das Hashtag Pray for Amazonia, das ist getrendet, aber nicht international, sondern nur in Brasilien. Denn wirklich irgendwie 3 Wochen brennt das. Man sieht es auch aus dem Weltall. Die Rauchschwaden steigen auf. Bolsonaro ist weiterhin untätig. Die Lungen unseres Planeten brennen und das ist schlecht. Falls der geneigte Zuhörer da irgendwie denkt, ich kann nichts machen. Man kann zum Beispiel auf Palmöl verzichten, denn durch Palmöl stirbt da auch einiges an, also wird der Wald gerodet. Es ist sehr schwer, weil in echt jedem Scheiß Palmöl drin ist, aber man muss genau hingucken und es ist möglich. Und mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen, da fände ich ja auch gut, wenn man das ausbauen würde und, weißt du, 40 Autos oder ein Bus ist halt schon ein Unterschied, so. Hashtag Pray for Amazon, liebe Leute. Ja. Lass ihn auch hier. Amazon, ja, aber ja. Lass ihn auch hier trenden. Nein, Pray for Amazon. Den geht's ganz schlecht. Ach so. Ja, stimmt. So, dann noch zusätzlich, und die habe ich extra 2-mal nachgelesen, ja, damit ich nichts Falsches sage. In den letzten 3 Monaten sind 500 Milliarden Bienen gestorben in Brasilien. Rest in Peace. Rest in Peace. Wurden die gezählt? Die wurden gezählt. Man kann das ja runterbrechen, wenn in einem Hive sind so 60 bis 80.000 Bienen drin. Und okay, krass. Es waren irgendwie, also hochgerechnet müssen so 8 bis 9.000 solche Hives sein. Es reicht ja auch theoretisch, wenn die Queen stirbt, dann gibt es keine nächste Generation sozusagen. Es reicht, wenn die Queen stirbt, ja. Es reicht. Nee. Meine Fresse. Ja, und Pestizide werden da auch ganz munter weiter verteilt, also auch da sehr fortschrittlich. Bienen sind ja nicht so wichtig. Im Zuge dessen habe ich auch ein Bild gesehen, in China werden bereits die Blüten von den Leuten per Hand bestäubt. Boah, richtig geil. Und, also Sexworker quasi, für die Pflanzen. Tino, geh, ich kann da nicht mithalten heute. Ja, vielleicht da nochmal die Brücke gespannt. Ach nee, scheißegal, schaffen wir nicht mehr. Brücke gespannt.
Schaffen wir nicht mehr, Mann. Doch, schaffen wir, mein Gott, weil Matrix, Mann, ich habe halt echt Bock. In Matrix gibt es ja diesen Agent Smith, kennst du ja. Und der sagt auch hier, der fucking Mensch, ne? Jedes Wesen, okay, es stimmt nicht ganz, dass sich jedes Wesen irgendwie anpackt. Es gibt auch so, anpasst. Es gibt auch Parasiten und so einen Scheiß. Aber ist egal. Er sagt halt in Matrix, jedes Wesen auf dem Planeten passt sich irgendwie an, ja? Um ja nicht irgendwie zur Last zu kommen. Außer der Mensch. Der Mensch breitet sich halt aus und ne, nimmt und passt was, die Umwelt an. Genau, passt die Umwelt an. Und noch dazu, er sagt dann halt im Film so, wie ein Virus. Noch dazu kommt aber, dass wir ja ein Self-Aware, also wir wissen ja, wer wir sind und was wir sind so und machen trotzdem weiter. Ein Virus macht ja einfach nur, was in der Genetik drin ist. So quasi. Wir hätten ja die Möglichkeit, das anders zu tun, aber Politik und Geld. Ja. So. Schön. Boris Johnson hatte noch ein Video. Da hat er bearbeiten lassen. Er hat ja so Wahlversprechungen gemacht und die er nicht einhalten konnte, hat er rausgeschnitten. Ah ja, auch klug. Klingt auch direkt aus 1984, aber... Geschichte wird gemacht, ganz einfach. Und Trump hat seinen Besuch in Dänemark gecancelt. Das war ja auch noch so ein Ding. Der wollte ja Grönland kaufen und Dänemark hat gesagt, seid ihr bescheuert. Wir sind nicht käuflich, eure Regierung scheinbar schon. Geh nach Hause. Ja. You're Trump. Und hat halt noch so ein... You're Trump. Die haben halt noch so ein Bild getweetet. Irgendwer. Und er hat es retweetet und hat gesagt, also es ist so ein Bild, wo so ein riesen Trump-Tower auf Grönland steht. Und er retweetet das und sagt, ich verspreche, das werde ich nicht mit Grönland machen. So, und also so von wegen, ich gehe da mal fest von aus, dass Grönland mir bald gehört. So. Ja, ja. Großartig. Wirklich. War ein lustiges großartig. Bild, wie diesen Trump-Tower, ne, dem goldenen Trump-Tower auf Grönland. Genau. Fand ich schön. Wie war die Woche? Was sagst du? Ja, also die Woche ist ja noch quasi. Also die halbe Woche. Ich gebe mal einen Punkt extra noch, weil die Woche erst zur Hälfte um ist. Ja, Bonuspunkt quasi. Und weil Gamescom ist, also ich würde jetzt mal vorsichtig eine 6 geben. Was sagst du? Ach, ich gehe insgesamt auf eine 7 tatsächlich. Nee, das kann man nicht machen. Ja doch, weil ich mich aufgeregt habe über Bundeswehr, über den Kalbitz von der AfD. Mockridge fand ich sehr das war, ja, also... Mach mal 6,5, komm, es gab jetzt keinen krassen Anschlag. Noch nicht. Noch nicht. Vielleicht zumindest. Kommt er ja noch. Wir haben ja noch ein paar Tage. Genau, hoffen wir es nicht, natürlich, aber... Der Anschlag war hart, falls einer kam. Ja, genau, es war sehr, sehr schlimm. Rest in peace. Komm, 6,5, mach mal einfach. Ja, also nach aktuellem Wissensstand können wir nicht höher gehen als 6,5, denn letzte Woche war 7, soweit ich weiß, und da war ein bisschen mehr los. Mit Epstein und so, also... Ja, aber es war trotzdem unterhaltsam. Auch Thunberg-Jubiläum, dann segelt sie auch wieder irgendwie und muss in Eimer kacken. Das habe ich dir ja weitergeleitet. Da muss ich ja Odes an dieser Stelle nochmal loben. Das fand ich sehr witzig. Und viel Bullshit wurde geschrieben über sie, von wegen diese CO2-Geschichte. Alles Quatsch. Ich muss nochmal das erklären, weil der geneigte Zuhörer rafft das sonst nicht. Weil du hast jetzt einfach Ja gesagt. Was? Nee, es gab ja diesen, oder es gibt vielleicht auch immer noch diesen Running Gag, dass Herr Rohrs Julia Reda und Greta Thunberg verwechselt hat. Er hat mir das Bild geschickt von einem Nummernschild, wo Reda drauf stand. Und dann hat er gesagt, hey, guck mal, dieses Auto segelt über den Ozean und scheißt in Eimer. Ja. Und das war sehr witzig. So. Danke, Herr Rudes, danke. Also, geh mal bei 6,5, du wolltest gerade noch was sagen, ich habe dich dann ein bisschen unterbrochen. Nur der Bullshit von den Medien und dem auch ich so ein bisschen verfallen bin, so dass diese CO2-Geschichten, ich dachte ja auch, dass diese, es hieß ja, dass wenn sie jetzt segelt, das trotzdem mehr CO2 verursacht, dadurch, dass irgendwelche Begleiter noch mitfliegen müssen und alles so kompliziert ist, aber ist eigentlich gar nicht so. Also ist doch nicht so. Nee, es wird wohl alles irgendwie kompensiert, weil die sowieso einen Ausflug machen mussten oder ein Training machen mussten. Sie haben es nur verlegt irgendwie. Also es ist alles gar nicht so schlimm, wie es genannt wurde. Da gab es sogar einen Facebook-Post irgendwie von... Ach so, na dann. Nein, also von denen selber. Also von den... Nicht von den Thunbergs. Wenn's auf da gab es so einen Facebook-Post. Wenn es auf Facebook da steht, stimmt es auch. Facebook-Post. Es kam nicht nur in den Nachrichten, es kam sogar ein Facebook-Post. Naja, egal. Ich finde es auch, glaube ich, gerade nicht. Jedenfalls haben die selber über Ankerherz, die Facebook-Seite Ankerherz, haben die halt ein Statement gemacht. Ist ein bisschen länger, deswegen lese ich es jetzt nicht vor. Ankerherz.de könnt ihr gucken und da haben die halt sich geäußert zu den Vorwürfen mit den CO2-Geschichten. Okay. Ja, schön. Jetzt habe ich gar nicht geschafft, über TikTok zu reden. Das machen wir dann nächste Woche. Ja, genau. Hast du groß angekündigt vorhin? Habe ich echt groß angekündigt, weil ich dachte, es wird knapp, aber es wird halt nicht knapp. Und ich kann so viel sagen, also ein Jeffrey Epstein, der hätte echt seine Freude auf TikTok, ganz ehrlich. Und ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen was durchschaut, was da so geht.
Ist das eine Anknüpfung an deinen TikTok-Song, den du gemacht hast, Nackte minderjährige Haut? Ja, auch so ein bisschen. Ich muss sagen, es war damals ein bisschen härter noch, aber jetzt ist es irgendwie anders. Ich weiß nicht genau. Also ich erkläre es dann nächstes Mal noch. Wir haben halt wirklich nur noch eine Minute. Ich weiß nicht genau. Also es ist halt nicht so, dass das so, also diese Ultra-Low-Pants-Challenge gab es halt damals. Die gibt sowas in der Richtung gibt es jetzt nicht mehr. Da war ja das Ziel, ich decke meine Hose vorne so weit auf, bis man fast was sieht, aber nicht wirklich. Und das haben dann 13-Jährige gemacht. Mhm. Aber das gibt es, soweit ich weiß, nicht mehr. Aber ich habe, glaube ich, so ein kleines Muster entdeckt. Und das erklären wir dann nächste Woche. Ja, ich bin sehr gespannt. Gut. Schön. Sehr erotisch jedenfalls deine Videos, also über TikTok. Danke. Die nackten Kinder war großartig, haben sich viele sehr gefreut bestimmt. Ja. Gut, Leute, ich höre im Hintergrund so leichte Musik und Geplänkel. Es fängt so langsam an. Dann würde ich sagen, wenn es so langsam anfängt, dann hören wir jetzt so langsam auf. Ja, ich würde auch sagen, es reicht. Im Rahmen der Uhrzeit und im Rahmen von meine Fresse, jeder geht hier ein und aus, wie er lustig kann ist. Kann echt nicht wahr sein, ey. Wir sind ja wie Deutschland, die kommen und gehen, wie sie wollen. Ja, nee, sie gehen halt nicht. Wir brauchen eine Obergrenze ja. für das Studium. Obergrenze ja. für, ach komm, tschüss. Kauft uns, Leute, kauft uns 20 Euro, Brennpunkt, Hörerwunsch. Ja. PayPal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.